Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, zu unserem Raxamus Raumfahrtprogramm oder Raxamus Space Program. Wir schauen uns hier gerade unser nächstgrößtes Ziel an, das wäre der Mond. Der wäre schön zu erforschen. Und danach natürlich unser etwas eisiger Nachbar Minmus. Er ist gleich eher interessant zu landen. Vorteilhaft ist wiederum diese großen glatten Flächen. Die haben wir beim Mann nicht unbedingt so groß in der Zahl. Aber wir haben neue Antriebe. Oder haben wir die schon. Haben wir die schon erforscht? Oder habe ich die dummerweise in der letzten Aufnahme vergessen freizuschalten? Wäre witzig. Ja, ich hab's vergessen. Ich war mal wieder dumm. Dann gehen wir ganz schnell mal hier ins Labor und schalten die fortschrittliche Raketentechnik. Denn diese bringt uns neue tolle Teile und bedeutet, es kommt eine neue Rakete auf uns zu. Ein neues Zeitalter, nennen wir es so, für Raketentechnologie auch. Und ich freue mich schon. Neu. Das deaktivieren wir mal. Und jetzt tun wir diese ganz normale Rakete. Das kennen wir, das ist schon mal wieder Standard. Es wird hier alles relativ standardmäßig noch bleiben. Wir tun jetzt alle wissenschaftlichen Sachen verbauen, die wir brauchen. Oh, wir haben den Großen auch mittlerweile. Hey! Der ist wichtig. Darunter würde ich das Wartungsmodul dann anbringen. Ich bringe den Multispectral Scanner natürlich auch wieder an. Obwohl der ist aktuell noch unwichtig. Dieses Teil ist toll, weil das bringt uns wieder ganz viel Wissenschaft. So. Das vergessen wir erstmal alles wieder. Dann können wir das gleich am Anfang auch lassen mit den. Obwohl das ganze Zeug da drin zu verstauen, weil immerhin, wir müssen auch logisch denken. Rein theoretisch ist so eine Wartungsbucht gar nicht doof. Weil hier drin können wir alles verstauen, was wir an Forschungstechnik haben. Ups, jetzt habe ich rausgeklickt. Das war jetzt nicht mehr das Spiel. So. Wir haben hier große Batterien. Solange zum Beispiel hier kommt das Teil hin, daneben kommt dann hier so. Und dann brauchen wir noch das Barometer, das ich nicht umdrehen will. So. Dann tun wir die Energie drin verbauen, und zwar diesmal die Speicherzellen auch. Die muss man ja nicht unbedingt sehen, bedeutet, die können den Kopf auch noch erstmal nach unten stecken. Da ist es ganz egal. Da verbauen wir gleich mal 4 Stück da drin. Unsere Speichermodule. So. Obendrauf setzen wir jetzt eine dicke Speichereinheit an Energie, die wir hier oben auch hinsetzen. Zack. So. Jetzt haben wir nicht ordentlich Energie verbaut, ohne wirklich Platz zu brauchen. Und wir können an alle drei Teile noch ran. Das ist schon mal, das ist wichtig auch. Weil wir müssen jetzt mal schauen, vielleicht schaffen wir es wirklich, mit einer Rakete jetzt schon zum Mond zu kommen. Das würde uns natürlich einen dezenten Vorteil schon bringen. Wir haben zwar keine Scanner und alles mit, aber wir hätten schon mal die ersten Erfahrungen. Und mein Handy vibriert. Warum vibriert mein Handy? Schauen wir erstmal, hier haben wir jetzt die Vorratsbehälter. Nein, nein. So. Einen davon hier rein. So, einen noch hier rein. Und auf der Seite können wir mal ganz viel Druckluftbehälter eigentlich verbauen. Weil ich das, glaube ich, gar nicht dumm finde, wenn wir genügend Luft jederzeit mit haben. Zack. So. Verbauen wir die dann noch hier so drin. Zack. Und jetzt sind die Teile auch mittlerweile vollgebaut. Zerschließen wir das. Und unsere Rakete schaut immer noch wunderschön aus. Perfekt. So wollen wir das haben. Oben kommt natürlich wieder unser standardmäßiger Fallschirm hin. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da ist er. Zack.
Die Bremsfallschirme kommen wieder standardmäßig dran, genauso wie die Zweitbremsschirme. Denn jetzt sind wir natürlich größer. Und was wir jetzt auch machen, ist, wir tun hier uns ein paar, wie ging das? Ich sag mal fünf, wir nehmen uns jetzt erstmal fünf Wrenches mit. Oder sechs und zwei Handbücher. Damit wir ein bisschen was sehen. So. Das ist sozusagen jetzt unser Top-Modul. Unser wichtigstes Herzstück der Rakete. Was auch wichtig ist, die zwei Teile bekommen auf jeden Fall zwei kleine Kühlmodule verpasst. Denn das kann richtig unangenehm teilweise werden bei der Landung. Ich tue hinten noch ein größeres verbauen. Oder ist das zu groß schon? Oh fuck, das ist echt groß. Da bauen wir lieber zwei kleine noch hin. Ich setze jetzt in diesem Fall wirklich auf Sicherheit, weil ich weiß, wie heiß der Scheiß werden kann. Und da schwebt ein Wrench rum. Oder wir lassen es bei zwei. Ich glaube, das ist auch schlauer. So. Okay, dann kommt das Typische. Erstmal ein Decoupler. Und eine obere Schicht an Treibstoff. Und jetzt ändert sich dann der ganze Teil erstmal. Denn wir haben neue Treibstoff. Wo sind meine Treibstofftanks? Warte mal. Das ist jetzt mal die wir nennen die mal Obama V1. Nicht die V12. Soweit sind wir noch nicht. Speichern kurz. Wo sind meine Teile? Ich habe die doch gerade alle noch. Gedingst, oder? Gedingst. Gedingbumst. Ich habe die doch gerade geschafft, oder? Oder habe ich. Mal wieder nicht auf Forschen geklickt. So. Dann. Schau, ich bin echt gespannt, wie gut die fliegt. Das wird erstmal der erste Test sein. Flugtests und alles. So. Jetzt hat nämlich. Ha. Jetzt haben wir ganz viele neue Teile und auch die größeren Bauteile hier. Wir haben hier auch schon Lager für Raketenbauteile, Metallerze und. Unsere letzte Stage wird erstmal so sein, dass hier einer der neuen Antriebe werken wird. Und ich will jetzt aber gleich mal das Aufteilen hier machen. Das sind unsere Bremsfallschirme, die kommen als erstes in den Einsatz. So. Das ist jetzt einer unserer neuen Antriebe und wir haben hier ganz viele. Oh, es ist so schön gerade. Jetzt teilen wir das Teil hier wieder, Entkoppler. Was, wir kriegen keine neuen Entkoppler? Das ist natürlich unangenehm. Das ist echt unangenehm. Ja, dann machen wir noch schnell so. Hallo da dran. So. Dann kommt hier nochmal unser Hauptschubteil hin. Mit 1200 ms. Weil die Rakete ist jetzt dezent groß. Aber nur dezent. So. Und jetzt wird hier die nächstbeste Stufe aktiviert. Wir müssen bloß jetzt hier schon umschalten auf Liquid Oxygen. Und hier oben auch natürlich. So. Und dann kommt da drunter eine schöne große, ein kleiner Antrieb noch. Bringt aber auch schon 1500 ms. Und ihr seht schon, um wie viel größer auf einmal unsere Raketen werden. Und ich bin noch nie mal fertig. Alter. Ich kopiere mir das Ganze jetzt. Ich baue mir jetzt hier mal kurz noch einen Koppler hin. So. Das kurz. Das kann eh weg. Das muss oben drauf. Nein, oh Gott. Zack. Da kommen jetzt riesige Tanks hin. Hier unten nehmen wir zwei weg. Oder nehmen wir hier so bis hierhin weg. Und dann kommen da die Hauptantriebe hin. Diese Riesenteile. Die bringen ordentlich Schub und kriegen hoffentlich die komplette Rakete in die Luft.
könnte also ein bisschen instabil werden. Bin mir auch noch nicht sicher. Dafür sind jetzt unsere ersten Flugtests. Oder wir bringen sie wenigstens diesmal schon in den Orbit. Wo ist jetzt hier der gescheite Kopf da? Nee, das ist der kleine Kopf. Großer Kopf. So. Ihr seht schon, wohin das circa führen wird. Wir schießen Tonnen an Last in den Weltraum. Ohne zu wissen, ob es überhaupt sich was bringt. So, Antennas. Diesmal hätte ich gerne eine andere verbaut. Und zwar die hier. Als Hauptantenne. Hier oben bleibt trotzdem, oder beziehungsweise bleibt trotzdem eine Standardantenne immer dabei. Ich bringe halt voll viele Antennen lieber mit, weil schon da können wir genug Daten dann übertragen, wenn wir genug Antennen haben. Und ich würde die hier jetzt als offiziell fertig bezeichnen, oder? Staging passt, ich schicke wieder mal dich nach hier unten, so, weil das sind die ersten Teile, die sozusagen arbeiten. Speichern. Und wir schicken sie aufs Startfeld. Das machen wir jetzt noch mindestens in den Orbit. Für diese Folge. Und vielleicht auch ein bisschen weiter, vielleicht sogar ein tiefer Orbit diesmal. Das ist ja interessant. Viel Schwung, Masse. Die Bremsung müssen wir noch herausfinden. Und ja, wie es dann endet, ist die nächste gute Frage. Und deswegen würde ich sagen, 3, 2, Alter, es leckt, ne? Lift off. Leckt es so? Das Geile ist, du merkst in dem Spiel eigentlich nicht, wenn es leckt. Und ihr merkt schon, diese Antriebe haben dezent mehr Wucht drauf. Wir sind jetzt schon bei fast 170 Metern pro Sekunde und es wird stetig mehr und wir haben noch nicht mal die Hälfte des Tanks offen. Und ich kann immer noch runterdrehen und das Ding schießt immer noch mit dem Antrieb nach oben. Da ist Masse hinter, die wir brauchen, um diese Rakete in die Atmosphäre schießen zu können, wenn es in große Massen geht. Und deswegen, diese Antriebe müssen wir auch schon für die Zukunft recovern, weil wenn wir echt realistisch spielen wollen, müssen diese Teile wieder in der Zukunft auf dem Boden stehend landen. Und dafür muss ich noch einen passenden Mod gerade finden. Ich habe sonst keine Beine. Und ihr seht schon, jetzt schwankt dazwischen, wir kriegen mehr MS raus und wir kriegen weniger MS raus. Was relativ cool ist. Und wir können jetzt mittlerweile schon den Gravity Turn anfassen. Alter, wir haben so viel Schwung dabei, ne? Und das sind erstmal die ersten Booster mit dem neuen Antrieb. Weil ihr werdet merken, man verwendet dann fast nicht mehr die alten Antriebe. Die alten Antriebe sind eigentlich... Warum habe ich echt... Habe ich dazwischen die alten Antriebe... Ich habe gerade den alten Antrieb verwendet. Sowas von fix, ist die Idiot. Da hätte ich genauso diesen verwenden können. Oh, ich bin so dumm. Ich bin echt so... Oh, das gibt's doch gar nicht. So, Antrieb wechseln und die kappeln. So, nochmal 1600 MS. Und wir gehen in den Gravity Turn über. Relativ spät, aber es funktioniert. Und ihr seht, wie weit uns die Teile gebracht haben, im Gegensatz zu unseren Heavy Booster mit einer kleinen Rakete. Und das waren zwei riesen Booster mit einer großen Rakete. Also es ist schon was anderes, was jetzt hier abgeht. So, wir öffnen jetzt unsere Wartungsbucht. Und aktivieren erstmal unsere Testsysteme. Starten. Es wackelt alles. Starten. Jetzt wäre ich mal interessiert, Katrin, wie viele Stunden überlebt unsere Rakete mit dem Abstand? 2 Tage. Damit könnten wir es vielleicht sogar zum Mann schaffen und zurück. Und wir haben noch nie mal unsere Haupttriebwerke oder sowas gezündet. Wir sind ja immer noch bei der ersten Stufe dieser riesen Rakete. Und das macht mich einfach so... Schaut euch das Teil an. Das haben wir davor noch nie in die Umlaufbahn geschickt bekommen. Och, habe ich jetzt Ansicht der atmosphärischen Dinge aktiviert. Upsala. Man darf nicht dauernd Knöpfe drücken.
Ah, dich muss ich auch aktivieren, mein Freund, weil der bringt uns jetzt richtig viel Money. Ihr seht schon, 18 Punkte in 20 Minuten. Das Teil ist heftig. Wir aktivieren die Kühlmodule auch mal zur Sicherheit. Wie viel haben wir eigentlich auf Reserve dabei? 800. Also, boah, ordentlich Masse. Das funktioniert gerade echt gut. Alter. Da hinten seht ihr die, unsere Booster noch fliegen. So. In 40 Sekunden erreichen wir den Apoapsis. Dann versuchen wir so weit mit dem zu schießen wie möglich. Wir haben noch 3000 MS. Ich würde sagen, wir schießen jetzt schon wieder langsam los. Er nähert sich immer noch. Er nähert sich immer noch, okay. Aber wir verbreitern unseren Apoapsis schon mal. Das ist das Wichtigste. Wir müssen schauen, dass wir so viel Last oder Geschwindigkeit wie möglich da rausholen. Seht ihr sich aber konstant bei 26 Sekunden? Na, doch nicht. Das sind doch viele. Für eine Sekunde ist das ziemlich lange mittlerweile schon. Und ihr seht noch, wir haben immer noch 700 MS in der zweiten Stufe von unserer Rakete. Wenn wir die großen Antriebe verwendet hätten, wäre das natürlich viel schneller weg gewesen, aber es hätte auch Boost ohne Ende gebracht. Und ich glaube sogar, dass wir die Seitenbooster größer machen könnten, rein theoretisch. Die haben noch so viel Kraft da drin. Ich glaube, wir sind noch nicht über diesen Punkt hinweg, wo zu viel Last für zu wenig Sprit ist. Und diesen einen Knackpunkt sozusagen haben wir noch lange nicht erreicht. Er warnt uns schon, dass wir gleich mit der Rakete leer sind. So. Aber das interessiert uns einen Scheiß, weil wir haben dann fast den Orbit geschafft. Mit der einen Stufe. Und die Kappeln. Stage aktivieren. Und fupp, sind wir weg. Das war jetzt ja sozusagen die schwache Stage, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war eigentlich die schwache Stage. Unvorstellbar eigentlich. Und wir sind im Orbit. Wir haben offiziell einen Orbit erreicht, Leute. Wir sind soweit. Wir sind da. Und jetzt gehen wir auch nie wieder weg. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich den Versuch erstmal in einen tiefen Orbit oder in einen weiten Orbit zu schießen gehen mit, ja, 2800, 2900 MS ist es auf jeden Fall möglich. Was mir eher Sorgen macht, ist der Strom, da der nicht wieder aufladbar ist. Weil hier steht jetzt, er hält noch 18 Minuten. Uff, ja. Wir starten mal unsere Übertragung. Alter, was ist denn heute los? Und ja, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Scheiße. Everything changes.